Guten Tag. Ich habe überlegt, ob ich ein Video schon mache über mein Wasserfasten, was ich momentan mache, oder ob ich es erst mache, wenn ich es beendet habe, um dann strukturierter und zusammenfassender mal drüber reden zu können, abwechslungsweise. Aber ich habe irgendwie, kann ich mich zurückhalten, ein bisschen zu erzählen. Und ich bin gerade wirklich übelst glücklich. Ich schicke mal kurz mein Wasser zum Frühstück oder zum Morgen ein. Ich bin gerade übelst glücklich, weil ich hatte vorhin die sogenannte Fastenkrise. Die geschieht bei den allermeisten am dritten Tag. Ja, die Sicht ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe den Laptop auch nicht auf ein Podest diesmal stehen, deswegen ist die Sicht ein bisschen von unten nach oben für euch. Die letzten paar Stunden des dritten Tages waren bei mir jetzt die Fastenkrise. Vielleicht ist sie jetzt auch noch am vierten Tag, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist sie jetzt vorüber. Die hat jetzt nur, wie lange? 2 Stunden eigentlich nur gedauert. Als ich aufgewacht war, vielleicht war es auch gar nicht die Fastenkrise, sondern weil ich so gereinigt bin mittlerweile, dass der Staub mich in der Wohnung hier belastet. Und dass ich deswegen aufgewacht bin und das Gefühl hatte, ich könnte noch nicht mal laufen. Aber jetzt nach 2 Stunden, als ich noch liegen geblieben bin, ist das jetzt deutlich besser geworden. Ich habe jetzt sogar das Bedürfnis zu joggen. Aber ich wollte trotzdem mir beim Wasserfasten diesmal Ruhe gönnen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, eigentlich jetzt am vierten Tag, der dritte Tag ist jetzt zu Ende. Wir haben jetzt Nachmittag und ich habe das Wasserfasten am Montagnachmittag begonnen und zwar spontan. Das, weiß ich, das kam einfach so. Es war irgendwie intuitiv und das hat sich einfach gut angefühlt, nichts zu essen. Ich habe ja so die letzten Tage oder Wochen schon versucht und dann auch immer mehr durchgezogen, morgens erstmal für 5 Stunden nichts zu essen, weil der Darm immer eine Reinigungsphase am Tag hat von 5 bis 6 Stunden und idealerweise am Morgen. Von dem, was ich bisher weiß. Und dann hat sich das irgendwann aber halt gut angefühlt, weiterhin nichts zu essen. Und da hat mir die Intuition gesagt, ja, kannst du jetzt mal Wasserfasten machen. Du bist jetzt auch gereinigt genug, sodass die Rückvergiftung nicht zu stark wäre beim Wasserfasten. Und ich wollte halt, aber besonders eigentlich aus dem Grund, weil ich halt weiterkommen will. Und ich habe da wirklich mit mir gehadert, ob ich das mache oder nicht. Warum habe ich mit mir gehadert? Ich dachte, das wäre jetzt wirklich ja zu krass, oder weil ich ja halt auch schon 2 Fastenkuren in der letzten Zeit gemacht hatte. Das hat ja auch, dass der Körper sich erstmal aufbauen sollte. Und der Drang weiterzukommen war dann einfach zu arg, zu stark. Und die ersten 3 Tage hatte ich, wie gesagt, keine Probleme. Am zweiten Tag war ich auch noch joggen in 4:35 Pace, 8,6 Kilometer, also ist nichts Besonderes. Jetzt könnte ich eigentlich joggen, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Beim Wasserfasten ist das auch nicht gerade schlimm, wenn man jetzt keinen Sport macht, wenn man so ziemlich schnell entgiftet. Und ich bin mit 74,5 Kilo gestartet, obwohl ich ja schon mal auf 72,5 runter war. Aber ein paar Mal habe ich halt wirklich zu viel gegessen. Das ist eigentlich relativ kompliziert. Ich wollte ein Rezept machen und dann da konnte ich das aber doch nicht machen aus verschiedenen Gründen. Und dann standen da eingeweichte Nüsse schon. Ich wollte ein Brot machen für meine Mutter, ein Rohkostbrot, und wollte die Nüsse nicht verschwenden und habe die dann gegessen, habe dadurch ein bisschen mehr Hunger gekriegt und auch Sonnenblumenkerne gegessen.
Das ist im Sommer passiert und hat dann, ja, durch den Darminhalt dann einfach, und wahrscheinlich auch durch Wassereinlagerung, ein bisschen durch Fehlkombinationen in der Rohpost, was auch zu Wassereinlagerung führen kann. Dann insgesamt wieder viel zu verfügen gehabt. Dann hatte ich aber am ersten Tag direkt den Einlauf gemacht, am Abend. Ich habe übrigens vor dem Fasten schon 2 Tage lang eine Vorbereitung gemacht, ohne dass ich mich bewusst dafür entschieden hätte. Das kam einfach so. Ich hatte erst halt aus Intuition heraus weniger gegessen. Dann hatte ich auch hatte ich den Saft getrunken am zweiten Vorbereitungstag und dann auch nur noch ein paar Möhren gegessen. Das kam einfach so. Und danach kam dann erst die Idee vom Wasserfasten. Und es hat eigentlich perfekt gepasst. Sag ich mal so, weil man halt auch so 2 Vorbereitungstage machen sollte. Sozusagen 2 Abbautage. Was wollte ich sagen? Gewichtstechnisch. Dann hatte ich einen Einlauf gemacht am ersten Fastentag am Abend. Und war gerade irritiert, weil es irgendwie geknallt hat hier. Da kam ordentlich was raus, weil ich halt auch vor den Abbautagen zu viel gegessen hatte. Und das war irgendwie ja noch alles drin. Also kam richtig, richtig viel abwechslungsweise mal raus. Also der erste Einlauf, der mir richtig gut getan hat. Das war aber alles trotzdem. Das waren keine Altablagerungen, weil das war hellbraun und ziemlich weich. War jetzt nichts, ja, keine Darmablagerung, keine Altlasten oder so. Am zweiten Tag und am dritten Tag habe ich hier auch noch einen Einlauf gemacht. Da kam überraschenderweise auch was raus, aber nicht mehr viel. Im Gegensatz zu meinen letzten beiden Fastenkuren, wo eigentlich nur beim ersten und vielleicht beim zweiten Einlauf ein bisschen was rauskam, dann aber gar nichts mehr, außer Flüssigkeit. Dunkel gefärbte Flüssigkeit. Diesmal kam auch ein bisschen was raus und ich merke auch deutlich, besonders am dritten Tag war es so, wie der Darm entweder heilt oder rein für irgendwas davon auf jeden Fall ziemlich stark arbeitet und auch gluckert und rumort und ein bisschen Bauchschmerzen bereitet und ich habe es auch so massiert und so weiter. Da merke ich auf jeden Fall deutlich, dass da deutlich was geschieht und ich vermute, dass diese durch die Einläufe, also was jetzt noch von den Einläufen rauskommt, dass das dann abgestorbene Darmflora ist, weil es sind auch nur wirklich so ganz kleine Fitzelchen, die auch hellbraun sind. Deswegen sind es halt keine Altlasten und ich weiß auch nicht, was es denn sonst sein sollte. Also es ist eine Vermutung von mir. Auf jeden Fall merke ich beim Wasserfasten, dass da wirklich deutlich mehr am Darm gearbeitet wird oder schneller. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass der Darm mehr gehalten und gereinigt wurde als durch 4 Wochen Saftfasten. Habe ich das Gefühl und ich bin richtig begeistert vom Wasserfasten. Momentan, also ich hatte das auch schon mal aus Intuition gemacht als Jugendlicher. Da hatte ich auch richtig krasse sportliche Erfolge gehabt. Währenddessen habe ich intuitiv und immer Sport bei gemacht, was ich aber nicht empfehle. Vielleicht sage ich das an dieser Stelle, dass ich Wasserfasten generell nicht empfehle. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie Angst davor habe, dass sich jemand damit abschießt auf meine Verantwortung, sondern weil ich wirklich der Meinung bin oder ja wirklich denke, dass das wirklich nur dann sinnvoll ist, wenn man schon vorgereinigt ist, wenn man schon einen ziemlich gereinigten Körper hat. Weil sonst die Rückvergiftung zu stark werden würde, dann würde ich dann halt immer erstmal ein Saftfasten empfehlen. Vielleicht 2 Saftfasten so oder 3. Und in erster Linie empfehle ich wirklich Sport, auch zur Entgiftung und Heilung. Also das ist halt so meine persönliche Empfehlung, weil Sport meiner Erfahrung nach, meiner 7 Jahre langen Erfahrung nach, viel effektiver ist beim Entgiften als Ernährung. Man kann als omnivorer Sportler, der jetzt nicht unbedingt jeden Tag Fastfood isst und sich überfrisst, kann man entgifteter sein, auch auf Dauer, wenn man bis ins hohe Alter halt
den Leistungssport macht, kann man auf Dauer gereinigter und entgifteter sein als jemand, der vegan lebt und auch Whole Foods zu sich nimmt, also kein Fast Food, dafür aber gar keinen Sport macht. Das ist so meine Meinung dazu. Sport finde ich deutlich wichtiger, obwohl ich kann die Aussage eigentlich gar nicht tätigen, dass ich Sport wichtiger finde, weil beides unerlässlich ist in meinen Augen. Das ist ja ein anderes Thema. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war mal wieder, weil ich wieder abgeschweift oder abgeschwiffen bin. Ich war bei Gewicht in Einläufen, aber danach sage ich noch schon wieder mal ein anderes Thema. Genau, ich empfehle halt, wie gesagt, Saftfasten eher zu machen. Aber wenn man möchte, also ich empfehle es halt nicht, aber wer möchte, kann es halt trotzdem ausprobieren. Es wird dann aber meiner Meinung nach sehr hart werden und für den Körper auch nicht wirklich gesund. Also man sollte das schon unter Aufsicht machen und am besten von jemandem, der wirklich mehrere Erfahrungen hat mit Wasserfasten und dann einen wirklich beurteilen kann, analysieren kann, beurteilen kann, wie das zu handhaben ist, wie lange das zu machen ist und auch einen halt beiseite steht bei Krisen, besonders bei der Fastenkrise. Also ich empfehle Wasserfasten wirklich nicht. Nur wirklich unter Umständen, die ich halt genannt habe. Aber ich empfehle immer, also das kann ich auch sagen, ich empfehle auf jeden Fall in vielen Fällen einen Saftfasten durchzuführen. Es gibt sicher auch Fälle, wo das nicht zu empfehlen ist, aber ich kann es auch nicht uneingeschränkt empfehlen und möchte das auch nicht jedem empfehlen. Aber wenn man Fragen dazu hat, dann kann man mich gerne anschreiben, auf Facebook auch. Die Facebook-Seite ist auf meinem Kanal verlinkt, aber auch über YouTube oder in den Kommentaren. Oder was der sonst hat, SQ oder so. Gewichtstechnisch sieht es halt so aus, dass ich mit 74,5 Kilo gestartet bin und nach dem Einlauf nach dem ersten Einlauf war es dann schon ein Kilo weniger. Und jetzt bin ich bei 70,9 Kilo. Nach 3 Tagen halt sind dann 3,6 Kilo nach 3 Tagen wieder weg. Also halt wirklich, ich schätze mal so 1 Liter Wasser oder so aus dem Körper raus und 1 Kilo an Darminhalt. Und der Rest dürfte dann fett sein. Und ich hatte erst geplant, 4 Tage Wasserfasten zu machen. Sorry, ich muss immer mal zwischendurch anspannen. Keine Ahnung, ich habe immer irgendwo den Wanderer. Also ich merke jetzt schon, also ich finde, dass die Haut sich jetzt noch ein bisschen verbessert hat. Das Hautbild insgesamt. Und was wollte ich sagen? Kacke. Ich lenke mich immer zu selber ab. Irgendwas habe ich nicht halt gesagt, nach 4 Tagen irgendwas, aber ich habe das jetzt erst 3 Tage gemacht. Bild, ein Video, ein Mist. Ah, genau, irgendwas mit, genau, ich hatte geplant, 4 Tage erst zu machen, Wasserfasten, aber jetzt habe ich die Überlegung, dass ich halt 7 Tage mache, weil, wenn schon, es sollte schon ein bisschen herausfordernd sein, wenn man das dann schon macht und durchzieht. 4 Tage waren halt so ein Mindestziel und besonders jetzt in die Heilkrise oder die Fastenkrise, nicht Heilkrise, sondern Fastenkrise überstanden ist, kann man es auch länger durchziehen. Also ich fühle mich momentan, also jetzt fühle ich mich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ich denke mal, dass das jetzt noch besser wird, weil jetzt die Fastenkrise gerade sozusagen vorüber ist. Vielleicht war es halt wirklich auch keiner und es war nur der Staub und morgen früh war ich wieder so aus. Trauben zeigen, die sehen so geil aus. Das sind Bio-Trauben vom Naturkostladen. Und die waren im Angebot für 2,60 € pro Kilo.
Und die schon, glaube ich, 600 oder 700 Kalorien pro 100 Gramm. Und die finde ich richtig lecker. Und ja, Montag habe ich angefangen, wie gesagt, am Nachmittag, und wollte das dann bis nächsten Montag am Nachmittag machen. Morgen wird nochmal spannend, weil ich da 10 Stunden unterwegs bin und auch schwere Brennöfen zum Keramikbrennen tragen muss, helfen muss oder helfen will. Ja, und gewichtstechnisch sieht es so aus, dass ich mich jetzt wirklich nochmal deutlich besser fühle und auch merke, dass in dem Bauchraum, wo sich die Giftstoffe in Fett einlagern, dass er deutlich jetzt schon weniger geworden ist und vor allem, dass ich mich besser fühle. Also auch in dieser Region, es hat sich immer sehr, sehr belastend angefühlt. Fühlt sich jetzt noch ein bisschen belastend an. Aber ich fühle mich da in dieser Region schon total befreiend, und das ist eigentlich so auch eines der Primärziele sogar gewesen. War schon immer gewesen, schon als Jugendlicher, da habe ich aber nie komplett immer durchziehen können. Dass ich mich da befreit fühle, weil ich finde es halt auch viel gesünder, wenn man, ich finde es einfach viel gesünder, wenn man nicht so Bauch mit sich rumschleppt. Und jetzt ist mein Ziel, dass ich halt wirklich alles Unnötige an Gewebe oder an, ja, das, was im Körper dran ist, was unnötig dran ist und der Körper nur belastet, dass ich das halt loswerde. Also für mich selber brauche ich eigentlich keine Energiereserve oder nicht so krasse Energiereserven. Besonders nicht als Ausdauersportler. Ich hätte mich jetzt auch festgelegt, mich auf die Ausdauer erstmal nächstes Jahr festzulegen. Aber jetzt ist eh so eine Umkrempelzeit, sage ich mal so. Da ist halt jetzt kein regelmäßig hartes Training drin. Momentan, weil ich halt viele Fastenkuren mache und die Ernährung erstmal auch festigen will danach. Also insgesamt eine ziemliche Umbauphase und Heilphase, Entwicklungsphase und so weiter. Aber nächstes Jahr will ich mich komplett auf den Ausdauersport konzentrieren, und ich dann sozusagen Krafttraining nur noch als Ergänzung mache. Und in erster Linie dann auch wirklich nur Fitness und um das Laufen zu unterstützen. Würde ich jetzt gar nicht zu sehr drüber reden, obwohl ich da ein bisschen zu erzählen hätte. Und ja, da habe ich krasse Ziele, und da möchte ich dann halt auch wirklich so weit abspecken, wie ich mich halt noch wohlfühle und gesund fühle. Das ist halt so wirklich der Maßstab. Ich will mich halt wohlfühlen, ich will mich wohler fühlen als jetzt. Beziehungsweise fühle mich jetzt auch schon wohler als vorher. Und solange ich mich halt nicht kacke fühle oder so, auf Dauer. Also das kann einen auch, man kann auch Fehlinformationen kriegen, indem man sich als kacke fühlt und denkt man, ja, jetzt sollte ich nicht weitermachen. Aber dabei ist das dann halt nur von zeitlicher Begrenzung, wie zum Beispiel eine Fastenkrise oder so, wo dann halt die Entgiftung zu stark ist und deswegen fühlt man sich kacke. Da muss man halt wirklich unterscheiden können und vielleicht auch ein bisschen auf seinen Körper vertrauen können. Oder halt andere angucken, die schon diese Fastenkur gemacht haben und dann halt berichten können und erzählen können, wie das so ist und dass verschiedene Sachen nur Entgiftungssymptome sind. Und mein Ziel gewichtstechnisch ist da dann ungefähr 66 Kilo wirklich. Bei 1,81 Meter. Ja. Viele würden dann, oder die meisten, oder viele würden dann halt sagen, dass man wahrscheinlich auch an Muskelmasse verliert, haben mich wahrscheinlich auch, aber ich habe jetzt immer noch nichts feststellen können, dass ich an Kraft verloren hätte. Aber das kann ich sicher nicht überprüfen in der nächsten Zeit, weil ich halt wirklich nicht mehr auf Maximalkraft momentan trainiere. Und da auch erst wieder eine langwöchige Phase bräuchte, um Grundlagen aufzubauen, Fitness aufzubauen und dann darauf aufbauen, dann wieder Schwergewichte zu machen. Aber das kann ich jetzt nicht so einfach überprüfen, aber ich hatte jetzt mit mittleren Gewichten oder sowas, hatte ich jetzt auch keine Probleme. Also 100 Kilo Kreuzheben mal 25 Wiederholungen. Okay, das ist eigentlich eher ein Leichtgewicht schon für meine Verhältnisse. Naja, auf jeden Fall ist mir jetzt erstmal Fitness wichtiger, Fitness, Gesundheit und der Ausdauersport, also da dann die Leistung.
Ja, will ich auch nicht zu viel darüber reden, weil die Videos werden einfach zu lange. Ich könnte so viel erzählen, einfach, aber es hört mir eh keiner zu. Also ungefähr zumindest. Deswegen bringt das eigentlich nichts. Auch nicht so viel. Auf jeden Fall ist mein Ziel für nächstes Jahr auf 10 Kilometer 33 Minuten zu laufen. Das kann ich schon mal sagen. 33 Minuten sind extrem krass. Aber ich brauche krasse Ziele, damit ich wirklich alles gebe, was auch immer alles ist. Weil dann nicht möglichst ja viel gebe. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht zufriedenstellen mit weniger. Ich will halt das erreichen, was mein Potenzial halt ist. Und will das dann auch erreichen. Und ja, natürlich habe ich noch höhere Ziele insgesamt, aber das ist jetzt so für nächstes Jahr. Und ich will es auf jeden Fall schaffen. Es kann sich auch natürlich immer was ändern. Vielleicht ergeben sich auch solche Dinge, die. Also momentan verändert sich einfach so viel krass viel bei mir. Mental vor allen Dingen. Aber auch von der Umgebung. Es kann natürlich sein, dass dann sich was Sinnvolleres ergibt. Und dann werde ich dann auch loslassen von den Sachen. Und ich will halt nicht an irgendwas festhalten, obwohl es halt was Sinnvolleres in Aussicht gäbe. Dass man vielleicht irgendwelche Projekte macht oder so, um Menschen oder Tiere oder sowas zu helfen. Und das dann halt viel wichtiger ist als Ausdauersport oder Leistungssport allgemein. Aber momentan ist das halt wirklich, ist das halt ein Ziel, man braucht halt auch Ziele. Und ja, mit 66 Kilo Körpergewicht und so weit ist man halt auch schon gut dabei als Läufer. Bei 1,81 Meter. Ich denke, das ist auf jeden Fall schaffbar, wenn ich jetzt schon als Tempolauf 38 Minuten 38 mache, vielleicht eine 37,5 drin wäre. Und dafür habe ich noch nicht mal viel Training gebraucht, weil das Wichtigste meiner jetzigen Erfahrung und Meinung nach halt wirklich das ist, dass man einen gereinigten Körper hat. Ich habe gemerkt, je entgifteter man ist, oder je weniger die Entgiftung aktiv ist, desto leistungsfähiger ist der Körper, desto mehr Ressourcen hat er, desto besser ist der Energiefluss einfach. Und je mehr man sich auch mental lösen kann und überwinden kann, auch während des Laufens, desto besser funktioniert es auch. Aber das ist ja logisch eigentlich. Und ja, von theoretisch 37,5 in 12 Monaten auf 33, das halte ich auf jeden Fall für möglich, besonders in meiner Ausnahmesituation, sage ich mal. Also ich kenne jetzt nicht so viele, die den Weg mit Leistungssport verfolgen. Also ich kenne schon einige, die Leistungssport machen, aber jetzt nicht auf so einer Ebene, sage ich mal, die jetzt, ja. Da gibt es schon einige, kenne ich auch einen, der Ultramarathons läuft, aber jetzt nicht auf 10 Kilometer oder Halbmarathon jetzt richtig krass werden will. Schon ein Leistungssport, aber ich möchte wirklich schon fast Hochleistungssport da machen. 33 Minuten. Ja. Damit. Aber ich werde dann auf jeden Fall auch Wettkämpfe machen, um das dann auch zu zeigen, was halt möglich ist. Insgesamt und auch um den Veganismus zu verbreiten oder halt ja halt auf etwas passivere Art und Weise auf der Ebene der Inspiration, dass man halt Leute inspiriert und nicht irgendwie angreift oder irgendwas. Davon bin ich mittlerweile weggekommen. Ich möchte auch nicht überzeugen oder sowas, auch nicht mehr mit meinen Videos oder so, falls das mal irgendwann so rübergekommen ist. Ich will einfach nur Leute inspirieren, die sich inspirieren lassen wollen oder das halt suchen oder sich darauf einlassen, dessen Geist dafür bereit und offen ist. Und mehr will ich eigentlich gar nicht mehr. Und das hat meiner Meinung nach trotzdem gleichzeitig den größten Effekt. Und ja, deswegen will ich auch Wettkämpfe gewinnen, um da halt zu inspirieren. Und zu zeigen halt, was möglich ist, nicht nur allgemein für den Veganismus, sondern allgemein, wozu Menschen fähig sein können. Da will ich auch nicht zu lange jetzt drüber reden, sondern halt dann wirklich auch die Taten sprechen lassen. Aber für die Leute, die es halt interessiert, wollte ich schon mal berichten. Und ja, damit könnte ich halt wirklich einige Volksläufe und so weiter gewinnen. Also ich habe jetzt nachgeguckt. Wenn ich die auf 5 Kilometer jetzt ein paar Wochen trainieren würde und das wirklich als Wettkampf durchziehen würde, dann könnte ich damit auch jetzt schon, also jetzt schon,
die meisten Volksläufer eigentlich gewinnen oder zweiter Platz werden. Aber das ist mir halt eigentlich gar nicht so wichtig. Ich will eigentlich nur, also Wettkämpfe waren mir eigentlich noch nie so wichtig, sondern eigentlich nur die eigene Meditation beim Laufen durch den Sport. Aber ich will halt dann wirklich auch, ja, damit halt Leute einen auch sozusagen glauben, dass das möglich ist. Ja, und ich habe auf jeden Fall auch so als Gesamtziel schon das Ziel, unter 30 Minuten irgendwann auch zu laufen. Auf 10 Kilometer. Ja, 10 Kilometer mag ich momentan eigentlich ziemlich gerne, weil ich Geschwindigkeit schon immer am liebsten mochte. Ja, und mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu erzählen. Also ich mache 7 Tage, würde ich Wasserfasten machen, aber wenn ich mich dann extrem gut fühle und so, dann werde ich es auch weitermachen, aber ich werde auf jeden Fall die 7 Tage durchziehen. Außer wenn es so krass wird, dass ich mich nicht mehr bewegen kann oder so. Und dann irgendwie Panikattacken zu groß werden, keine Ahnung. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal berichten. Ich beende hiermit das Video. Sind ja schon wieder 26 Minuten. Ciao, bis dahin. Achso, Fragen und so weiter zu Themen Rohveganismus, auch Veganismus, vielleicht auch Vegetarismus, zu Fasten, Saftfasten, Wasserfasten, andere Konzepte von Fasten, Darmreinigung, Heilung, Krankheiten und so weiter könnt ihr mir immer gerne stellen. Auf verschiedensten Plattformen. Ich bin da sehr gerne bereit, da Fragen zu beantworten. Okay, bis dann. Ciao.